Schon lange keine Kamera in der Hand gehalten. Wir waren im Urlaub, wir sind zurück. Ich habe Allergie, wie immer im Juni. Ja, und jetzt habe ich gerade überlegt, wie wird dieses Video heißen? 4 Jahre lang drehe ich bereits diese Art von Videos. Das sind die besten Videos für mich. Ich liebe diese Videos und mich würde interessieren, wenn du auch so lange dabei bist. Schreib mir gerne in den Kommentaren, ob du diese Videos angeschaut hast von Anfang an und schreib mir vielleicht Ideen zu solcher Art von Videos. Und ich freue mich, wenn du mich unterstützt, indem du meinen Kanal abonnierst, falls du noch kein Abonnent bist. Und wir fangen gleich an. Die Entwicklung der Kinder soll in einem Montessori-Haus durch eine vorbereitete Umgebung und durch passende Spiel- und Lernmaterialien unterstützt werden. Die Montessori-Materialien sollen mit dem bekannten Grundprinzip "Hilf mir, es selbst zu tun" zum Lernerfolg der Kinder verhelfen. Die Materialien sind sehr hochwertig, meistens aus Holz und sind sehr attraktiv für Kinder. Man möchte die gleich anfassen. Und das ist die Grundvoraussetzung, wenn du die Materialien für eine Montessori-Umgebung aussuchst. Heute werde ich dir die beliebtesten Montessori-Materialien für Kinder ab 4 vorstellen. Es gibt eigentlich ganz, ganz viele Montessori-Materialien für Kinder in dieser Altersgruppe und ich kann natürlich nicht alle vorstellen und das braucht es nicht und brauchst es auch nicht zu Hause alles zu haben. Insbesondere wenn dein Kind in Montessori-Kindergarten geht, dann brauchst du es nicht zu Hause zu duplizieren. Aber wenn du dein Kind montessorisch unterstützen möchtest und zu Hause Montessori praktizierst, lohnt es sich, in ein paar Materialien zu investieren. Ich kaufe die Montessori-Materialien online bei dem Anbieter Montessori Lernwelten. Das ist ein großer Anbieter für Montessori-Materialien. Neben Montessori-Materialien findet man auch zahlreiche Lernmaterialien, Vorlagen, Arbeitsblätter und vieles, vieles mehr auf der Homepage. Ich bestelle seit über 5 Jahren bereits bei den Montessori Lernwelten. Auch meine ersten Videos beinhalten die Materialien von diesem Online-Anbieter. Und ich kann die wirklich wärmstens als Anbieter für sehr hochwertige, aber dennoch auch bezahlbare Montessori-Materialien empfehlen. Es gibt zahlreiche Materialien, sortiert nach Kategorien wie praktisches Leben, kosmische Erziehung, Sinnesmaterialien, all die Kategorien, die ich erwähnt habe, aber auch nach Altersgruppen, so dass die Suche nach passenden Materialien kinderleicht wird. Das Montessori-Material ist extrem hochwertig und robust und eignet sich nicht nur für zu Hause, aber auch in Kindergarteneinrichtungen und in den Schulen kann das Material sehr gute Dienste leisten. Und heute möchte ich mich auch bei Montessori Lernwelten bedanken für die Unterstützung dieses Videos. Alle Links zu den Materialien findest du in der Videobeschreibung und wir legen gleich los mit unserem Bereich Mathe. Bevor wir noch starten, noch ganz kurze Erwähnung. Es gibt in Montessori-Klassenzimmer werden die ganzen Materialien in Kategorien aufgeteilt. Die bekanntesten sind Mathematik, Sprache, sensorische Materialien, kosmische Erziehung und es gibt immer so eine Mal- und Kunstecke und die Materialien für Bewegung und Materialien für Musik. Also praktisches Übungen des täglichen Lebens, ja, das sind die bekanntesten Kategorien und dementsprechend werde ich auch die Materialien kurz vorstellen, aber auch nicht alle sind hier repräsentiert. Wie gesagt, es sind nur ein paar, die wir nutzen, die wir zu Hause haben. Natürlich solltest du auch noch nach deinem Kind schauen, nach seinen Vorlieben und gut beobachten können, was interessiert dein Kind gerade und was könntest du ihm in diesem Alter, bei diesen Interessen anbieten, um das zu unterstützen, um diese Entwicklung weiter zu fördern. Im Kleinkindbereich würde ich mit Sandpapierziffern anfangen. Ich habe euch bereits gezeigt, wie ich diese Sandpapierziffer selber gebastelt habe. Das war gar nicht so schwer und hat auch eigentlich Spaß gemacht. Und die können natürlich auch jüngeren Kindern eingeführt werden. Ich würde sagen, ab dem Alter von 3 Jahren, sobald die Kinder sich für Zeilen und Ziffern interessieren. Die Sandpapierzeilen dienen der sensorischen Wahrnehmung der Zeilen von 0 bis 9 und helfen den Kindern, sich die Zeilen zu merken und auch die taktile Erfahrungen mit den Zeilen zu sammeln.
Hier fängt die Vorbereitung auf das Schreiben der Ziffern an, weil die Sandpapierziffern unterstützen die geschriebenen Zeilen mit allen Sinnen zu lernen. Die Kinder fahren die Ziffern nach und spüren, wie die Zahl geschrieben wird. Neben den Sandpapierziffern ist es gut, ein Sandtablett hinzustellen. So können die Kinder die sensorisch ertastete Ziffer direkt aufschreiben und die Handbewegungen werden somit geübt und intensiviert. Ich habe das Sandtablett ganz einfach selber gemacht. Anstatt von Sand kann man auch andere Lebensmittel nehmen, wie zum Beispiel Mehl oder Grieß. Dieses Material ist hervorragend für Kinder, um die ersten Erfahrungen mit Mengen und Zahlen zu machen. Das ist das tolle Material für den Einstieg in die Mathematikwelt. Die Kinder fangen an zu zählen. Das hast du bestimmt gemerkt. Sie fangen an, etwas abzuzählen, zum Beispiel Steine draußen oder eigene Finger, die Treppenstufen oder in diesem Fall die roten Chips. Wenn sie dann abstrahieren können, dann kann man die symbolisierten Zahlen einführen. Die Zeilentafel ist die Lösungskontrolle, wenn die Kinder die Ziffer spiegelverkehrt legen, was am Anfang oft vorkommen kann. So kann die Zeilentafel als Kontrolle dienen und die Kinder können sich selbst korrigieren. Die Chips stellen die Menge dar und die Kinder lernen die Verbindung zwischen Mengen und Zahlen. So sammeln die Kinder auf spielerische Art und Weise die ersten Erfahrungen mit Mengen und Zahlen. Ich empfehle auch, diese Arbeitskartei zu besorgen. Hier sind über 50 Auftragskarten und mit Ideen und Aufgaben, wie man mit dem Material Ziffern und Chips arbeiten kann. Und die Arbeitskarteikarten bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten des Materials. Als Ergänzung zu dem klassischen Montessori-Material Ziffern und Chips habe ich auch dieses wunderbare Spiel mit dem Krokodil Kasimir besorgt. Das Krokodil reißt seinen Maul auf dort, wo die größere Menge zu sehen ist. So können die Kinder spielerisch veranschaulichen, die Rechnung 2 ist kleiner als 3. Die Arbeitskartei bietet zahlreiche verschiedene Aufgaben und die Kinder können so auf spielerische Art und Weise die Mengen und die Begriffe kleiner, Größe ist gleich begreifen. Für ältere Kinder kann man kleine Rechenaufgaben einführen. So kann Kasimir rechnen, auf welcher Seite mehr Äpfel oder Chips liegen und sich für größere Menge entscheiden. In dem Alter könnte man auch bereits Perlenmaterial den Kindern einführen. Mit dem Perlenmaterial kann man die ersten Rechenübungen bei den Kleinen machen. Dieses Material ist der Klassiker bei Montessori. Es ist sehr vielfältig und kann jahrelang genutzt werden, da so viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. Bei den kleinen Kindern ab 4 kann man das Material vereinfacht nutzen und zuerst den Kindern veranschaulichen, wie sich unsere Zahlen aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und dann kommt 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Wir legen das nebeneinander, so dass man die Zahlen, die aus 2 Ziffern bestehen, diese Zahlen werden verdeutlicht. So kann man den Kindern optisch visualisieren, wie sich unsere Zahlen aufbauen. Jedes Perlenstäbchen steht für einen bestimmten Zahlenwert, den die Kinder durch die Farbe und auch durch das Abzählen bestimmen können. Wir haben gerade mit dem Material angefangen zu arbeiten. Das macht wirklich Spaß. Das Material ist total, man will das wirklich in die Hand nehmen. Wie gesagt, das Montessori-Material finde ich immer so attraktiv, was auch das Ziel der Maria Montessori war, das Material so attraktiv für Kinder zu gestalten, dass sie Lust haben, dieses Material in die Hand zu nehmen.
Dieses Material habe ich euch bereits in dem Video Beschäftigungsideen für Kinder ab 3 gezeigt und das ist auch das perfekte Alter, wo man dieses Material einführt. Und wenn du das noch nicht eingeführt hast, empfehle ich das spätestens ab 4 einzuführen und das ist sehr guter Einstieg in die Schriftübungen. Ähnlich wie Sandpapierziffern gibt es natürlich bei Montessori die Sandpapierbuchstaben und die haben das gleiche Prinzip. Die Kinder sammeln die ersten taktilen Erfahrungen mit den Buchstaben. Es ist gut, den Kindern am Anfang die Buchstaben in Dreiergruppen vorzustellen. So lernen die Kinder Schritt für Schritt das Alphabet kennen. Auch ist es wichtig, den Anlaut zu sagen. B, B, B wie Banane. Gemeinsam mit dem Kind fährt man die Buchstaben nach und sagt den Anlaut. Es ist auch einfacher für Kinder später lesen zu lernen, wenn sie die Anlauten können. Neben den Sandpapierbuchstaben, ähnlich wie mit Sandpapierziffern, stellen wir das Tablett mit dem Sand, damit die Kinder die Buchstaben gleich schreiben üben in dem Sand zuerst. Es ist schön für die Kinder nochmal diese taktile Erfahrungen zu sammeln, mit den Fingern erstmal zu schreiben. Man kann auch das gleich wieder verwischen. Es ist kein Problem, wenn man irgendwie daneben schreibt. Man kann hier üben und bevor die Kinder zu dem Stift greifen, ist es schön für die eigentlich so im Sand zu üben. Und jetzt kannst du im Sommer auch eigentlich im Sandkasten genauso üben. Wenn die Kinder alle Sandpapierziffern kennen, du hast es mit denen in Dreiergruppen vorgestellt und die haben es verinnerlicht, die haben das mit den Fingern nachgefahren, die wissen, wie die Buchstaben klingen, dann kannst du dem Kind das bewegliche Alphabet einführen. Das ist ein wunderbares Montessori-Material. Das Material kann man unterschiedlich einsetzen, auch zuerst, um die Verbindung herzustellen zu den Sandpapierbuchstaben, kann man das Material zuerst in Kombination mit den Sandpapierbuchstaben vorstellen. Zum Beispiel kann man eine einfache Zuordnungsübung anbieten. Das bewegliche Alphabet kann man genauso gut abtasten. Das ist auch ein sensorisches Material. Auch die kleinen Miniaturfiguren können zu Hilfe genommen werden und zum Beispiel die Figuren zu den Anfangsbuchstaben zugeordnet werden. Man kann auch unterwegs kreativ werden und verschiedene Sachen, zum Beispiel Blumen sammeln, und dann kannst du B, Blume zu der Buchstabe B legen und so weiter. Ich habe die Buchstaben in dieses Werkzeugbox einsortiert, aber das Material kommt natürlich in einer sehr schönen Holzkiste. Man kann mit den Buchstaben sehr schön die ersten 3 Buchstabenwörter legen. Dazu habe ich ein paar Bilder ausgedruckt und laminiert und da kann man das Kind auffordern, die ersten Wörter zu legen bzw. zu schreiben. Zuerst kann man erst die Anfangsbuchstaben für die Bilder legen. Begleitend kann man auch die Arbeitskartei zu den beweglichen Buchstaben sich besorgen. Diese ist aber etwas für ältere Kinder geeignet und mit Andreas nutze ich diese Arbeitskartei noch nicht. Und wir machen das auf sehr spielerische Art und Weise. Wenn er Lust hat, dann kann er ein paar Wörter legen und seinen Namen kann er auch bereits zusammenstellen, was auch kein kurzer Name ist. Ich fange mit dem Rosaturm an. Wir haben dieses Material und nutzen das auch sehr, sehr lange. Dieses Material ist für Kinder ab 3 geeignet. Der Rosaturm zählt zu den Klassikern der Montessori-Materialien. Die Holzkuben werden gelegt und gestapelt und fördern damit die kindliche Motorik und die Hand-Auge-Koordination. Auch Mathematik- und Geometrieaufgaben können damit gefördert werden. Das Lernziel ist dabei, das visuelle Unterscheiden von Größen und Dimensionen. Kinder erlernen so ein besseres Sehurteilsvermögen durch direktes Vergleichen der Würfel. Es sind genau 10 Kuben und die Kinder kommen somit in Berührung mit Dezimalsystem. Und man kann auch hier ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben zusammenstellen. Man kann die Kuben auslassen und die Kinder sollen die Lücken füllen. Man kann verschiedene Muster legen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man dieses Material einsetzt.
Genau so, das Material braune, die braune Treppe, dieses Material haben wir nicht, ist auch super geeignet für geometrische Darstellungen und zum Training der Sinne und Feinmotorik. Und diese Materialien, also rosa Turm und braune Treppe, ergänzen sich sehr gut. Was wir jetzt auf dem Regal haben, ist Tangram. Das Tangram ist ein sehr beliebtes Arbeitsmaterial, mit dem man verschiedenste Figuren legen kann. Vorher haben wir dieses Material genutzt, für kleinere Kinder würde ich mal sagen, das ist viel einfacher. Und ja, irgendwie sind wir satt davon und haben alle Bilder bereits gelegt und deswegen ist Tangram eine tolle Ergänzung, finde ich. Das Tangram bereitet unter anderem auch auf spätere geometrische Übungen vor. Begleitend kann man über 200 Aufgabenkarten dazu bekommen und ja, es gibt unzählige Möglichkeiten, dieses Material zu nutzen. Im Bereich Sensorik nutzen wir das Material Farbtäfelchen. Mit den Farbtäfelchen lernen die Kinder Farben kennen. Man kann auch unterschiedliche Spiele mit den Kindern spielen, zum Beispiel die Farben der Regenbogen auslegen oder die Farben mit der Realität verknüpfen. Also zum Beispiel, die Kinder sollen im Zimmer nachschauen, ob sie bestimmte Farben, also finde diese Farben in deinem Zimmer zum Beispiel. Die Kinder lernen die Farbschattierungen wahrnehmen, die Farben vergleichen und benennen. Und dieses Sinnesmaterial kann man auch den Kindern ab dem 3. Geburtstag anbieten. Hier haben wir noch Hammerspiel, das habe ich euch auch schon immer wieder gezeigt, das nutzen wir auch ziemlich lange, auch von beiden Kindern gern genutzt und gehammert. Und bei diesem Spiel können die Kinder auch verschiedene Figuren legen, nach verschiedenen Mustern, verschiedene Formen legen oder eigene Kreativität den freien Lauf lassen und eigene Formen zusammenstellen. Das Spiel nutzen wir wirklich sehr, sehr lange und ich kann es auch empfehlen, wenn ihr Dreijähriges oder Vierjähriges zu Hause habt, wird es gerne damit spielen. Natürlich gehören zu den Übungen des täglichen Lebens all die Übungen, die die Kinder auch zu Hause machen können. Zu Hause kann man die Kinder in alltäglichen Aufgaben involvieren, Tisch wischen oder Tisch decken oder die Wäsche sortieren, zusammenlegen, Waschmaschine starten und so weiter. Unzählige Möglichkeiten. Auf jeden Fall stelle ich hier aber euch ein paar Montessori-Materialien vor, die in diesen Bereich fallen und auf dem Regal präsentiert werden können zu Hause. Dieses Material, ich habe mehrere aus dieser Kategorie. Ich habe auch Montessori-Rahmen, wo man übt, Schleife zu binden, Reißverschluss zu machen, Knöpfe. Zunächst kann das Kind die drei Schuhe zusammenpuzzeln. Danach kann das Kind die Schuhe binden üben. Also momentan üben wir nur die Schnürsenkel richtig einzufädeln. Knoten kann er auch schon machen, aber die Schleife klappt es noch nicht. Und wie gesagt, neben diesem Material kann man auch andere Holzrahmen den Kindern anbieten. Die Holzrahmen haben entweder Knöpfe, Reißverschluss, Schnallen und so weiter und die Kinder können somit üben, damit sie später eigene Jacke selbstständig zukriegen und das ist immer eine Freude, die die Kinder spüren, wenn sie das selber schaffen können. Hier möchte ich mich nicht lange aufhalten. Klar haben wir alle bereits einen kleinen Tisch für die Kinder besorgt und eine Malecke zusammengestellt, wo die Kinder sich austoben können. Ich habe zum Beispiel bei IKEA diese Lochplatte besorgt, um die ganzen Materialien fürs Malen einzusortieren. Meine Tochter hatte übrigens eine größere Lochplatte und die größere finde ich besser. Hier sind verschiedene Utensilien für den künstlerischen Ausdruck der Kinder. Wir haben Wasserfarben, Pinsel, natürlich ein Fach fürs Papier, ein Fach für die Stifte, Stanzer, Kleber, Anspitzer und so weiter. All die Materialien, die man braucht, um zu malen. So eine Ecke braucht jedes Kind, egal in welchem Alter. Angefangen ab dem 2. Geburtstag spätestens kann man so eine Ecke einrichten.
Nächster Bereich ist Bereich kosmische Erziehung. Hier nutzen wir dieses wunderbare Puzzle, um den menschlichen Körper kennenzulernen. Auch dieses Puzzle habe ich für die Weltkarte besorgt. Ich finde, das ist sehr schön, weil das magnetisch ist. Man kann sehr gut damit arbeiten und die Kinder haben auch sehr viel Spaß, diesen Menschen zusammenzulegen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder legt man ein Skelett oder Muskeln oder innere Organe. Nebendran haben wir auch ein paar Bücher, die dieses Thema unterstützen und wir können gleich nachschauen. Dieses Buch finde ich wunderbar, ist eigentlich für ältere Kinder, habe ich aber trotzdem hier. Ich finde es selber interessant, darin zu blättern. All das gehört zu dem Bereich kosmischer Erziehung. Was kann man in dem Alter noch machen? Wie gesagt, auch die Weltkarte sich anschauen, die Kontinente mit dem Kind lernen. Zu Hilfe ist auch so ein Globus. Das ist auch sehr montessorisch, weil die Kontinente, jedes Kontinent hat eine bestimmte Farbe und die Kinder können so die Kontinente lernen. Für Kinder ab 4 in dem Bereich kosmische Erziehung ist es auch ratsam, einen Kalender einzuführen. Zum Beispiel hier nutzen wir diesen Holzkalender auch von den Montessori Lernwelten. Das ist ein ewiger Holzkalender, weil man das immer nutzen kann. Wir haben das selber zusammengebaut und jeden Monat kann man den Kalender dann entsprechend gestalten. Und hier lernen die Kinder nebenbei auch die Zahlen natürlich zählen. Und wir gucken jeden Tag, was für einen Tag wir heute haben. Und so können die Kinder nebenbei ein bisschen sich besser orientieren, was für einen Tag wir haben, ob es Wochentag ist oder ein Wochenende, sind es jetzt Ferien oder was haben wir heute vor. Ich habe auch eigentlich vor, so einen Zeitplan zu erstellen, einen Kalender mit Zeitplan, dass sie wissen, was sie heute machen. Kann man auch magnetisch machen und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich. Das hatte ich mir schon lange, lange vorgenommen und noch gar nicht geschafft, aber ich glaube, das ist auch super für dieses Alter, solche Sachen, dass die Kinder fangen an, sich zu interessieren, wo gehen wir heute hin, was machen wir heute und mit dem Kalender kann man das sehr gut unterstützend veranschaulichen. Wir haben hier Puzzles über den Kreislauf in der Natur. Jetzt ist es auch wunderbar, wir haben auch ein paar Sachen gepflanzt draußen und die Kinder können auch solche Sachen beobachten, wie entstehen die Pflanzen. Ja, hier wird es am Beispiel eines Orangenbaums dargestellt. Was ist ein Lebenszyklus von einem Krokodil, von einem Frosch, von einem Schmetterling? Finde ich ganz toll, solche Puzzles für die Kinder, damit sie wirklich veranschaulichen können, was ist der Kreislauf in der Natur. Puh, ich glaube, das war ein ewig langes Video. Ich freue mich, wenn du bis hierher geschafft hast. Gib mir Like und setz vielleicht ein Herzchen in den Kommentaren, falls du das siehst und bis hierher geschafft hast. Ich freue mich, dich auch in einem nächsten Video zu sehen. Und wie gesagt, wenn du Ideen hast zu diesen Arten von Videos, schreib gerne auch in den Kommentaren. Ich freue mich sehr, dich im nächsten Video zu sehen. Und falls dein Kind ein bisschen jünger ist, schau gerne diese Videos noch an. Da gibt es auch ganz viele Ideen, was du deinem Kind in dem entsprechenden Alter noch anbieten kannst.